Servus, ich zeige euch heute mal, wie man den Ziegler-Strohstriegel einstellt. Die Rollenschiene wird mit Druck im Boden gefahren über das hydraulische Steuergerät. Die Zinken kann man über die Hydraulik verstellen in der Aggressivität. Die zwei hinteren Zinkenreihen können über die Spindel verstellt werden. Die werden etwas weniger aggressiv eingestellt. So wird verhindert, dass sich am Vorgewende Schwad bildet. Das bringt einen Vorteil, wenn sehr viel Stroh auf dem Feld ist, verhindert man dadurch die Dammbildung.